ja, ein Instrument gemeinsam vereinbart, zu sagen, warum nicht mal anhand einer Matrix zunächst mal eine Selbstreflexion zu machen, dass jeder für sich selber mal seine Arbeitsfelder reflektiert. Und also das ganze Instrument baut sich in verschiedene Phasen auf. Phase 1 ist eine Selbstreflexion, Phase 2 ist der Workshop. Und sicher, es gibt eine dritte Phase, wo dann dieser Workshop nachbereitet wird. Die Matrix, die als Grundlage dafür verwendet wird, ist einfach ein Reflexionsinstrument, um sehr strukturiert nochmal seine Zielgruppen zu prüfen und zu überlegen. Zum Zweiten die Leistungen, die man dieser Zielgruppe anbietet, mal aufzuschreiben. Den Nutzen für die Zielgruppe dafür zu bewerben und selber auch zu reflektieren, wie viel Aufwand stecke ich in diesen Bereich rein, um dann in einem weiteren Schritt zu überlegen, ist das alles noch notwendig und sinnvoll oder gibt es Punkte, die ich anders haben möchte künftig? Also wir gehen nicht proaktiv auf irgendeinen zu, hey, mach doch ein Projekt, sondern im Prinzip müssen die den ersten Schritt auf uns zumachen. Ich habe da eine Idee oder wir wollen da was machen und dann geht eben der Prozess los, dann berät man. Ich denke, für diese Aufgabenstellung, dieses war sehr gut, für, dass man erstmal im stillen Kämmerchen so erstmal notiert, was man alles gemacht hat, sich nochmal ein bisschen selbst reflektiert, die eigenen Gedanken auch so erstmal festgehalten wurden und erst die Weiterentwicklung dann in der Gruppe gemacht wurden und dass das auch moderiert wurde, das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke auch, dass Einfachheit, dieses einfache Instrument, dass man einfach bestimmte Fragen vorgegeben bekommt und macht es sehr übersichtlich, sehr einfach handzuhaben und dann im Gespräch diese Sachen weiterzuentwickeln. Und da hat der Reimer doch auch gesagt, ja, die würden das ja gerne auch irgendwie zusammenführen. Es war ein sehr gutes Instrument, um mal rauszufinden, wo stehen wir eigentlich, welche Leistungen erbringen wir gerade. Das vergisst man ja oft so im Alltagsgeschäft, gerade beim Bereich Bürgerbeteiligung. Erstaunlich, wie viel wir da doch schon in dem Bereich machen. Man hat ja immer das Gefühl, man tut viel zu wenig. Und wir haben auch ein paar neue Beteiligungsformen rausgefunden. Die Reflexion war sehr interessant zu sehen. Das nochmal so auf dem Papier, einmal in der Übersicht und dann auch das Neue raus abzuleiten. Ich würde einen Punkt noch stärker betonen in Richtung den Blick in die Zukunft und erst danach nochmal die Festlegung zu machen, welche Änderungen man künftig vornimmt. Das ist eigentlich der zentrale Änderungspunkt. Nach diesem Test. Ich würde eben dieses Thema Bürgerbeteiligung verstärkt angreifen. Ich würde die bestehenden Sachen auch nochmal erweitern, das, was wir rausgearbeitet haben, was wir schon tun. Das würde ich erweitern und dann auch neue Punkte aufnehmen. Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit muss man sich überlegen, ob man mit der Frauen Richtung Facebook und neue Medien und Social Media gehen wird in der neuen Phase. Muss man sich überlegen. Das kann ich sagen, man muss sich überlegen. Also auch ganz einfach nur. Solange es ein größeres Regionalmanagement sind, wo alle Leute in dem System Regionalmanagement drin sind, wird direkt, dass sie arbeiten oder eben, dass sie der Vorstand dieses Regionalmanagements sind oder der Behördenchef, wo das Ganze angesiedelt ist, also wird es funktionieren. Ich denke schon, dass es eine besondere Qualität heute hatte, dass sehr stark aus dem Management heraus selber die Definitionen kamen, was machen wir genau, wie viele Zeiteinschätzungen sind da. Aber es sind auch Informationen, die sind, haben Sie auch hier gesehen, mit dem externen Vertreter, natürlich auch hilfreich, dann hinter das Regionalmanagement besser einschätzen zu können.